Schatzi, lass dich schon mal im T-Shirt nicht täuschen. Wir sind ja nicht an tropischen Stränden, sondern in den Schweizer Bergen unterwegs. In diesem Jahr haben wir die Tour 5 leichte 4000er gebucht von der Schweizer Agentur Höhenfieber. Der Start ist in Zermatt. Der Andreas ist wieder dabei. Ich bin der Michael Stock. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran. Macht's gut. Oder sowas machen, weil wenn dann nochmal einer reinplumpst, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Oder? Schlafseil ist nicht gut, ist für euch nicht gut, für denjenigen, der abtaucht, nicht gut und für euch nicht gut, weil dann katapultiert es euch raus, dann nimmt das Seil natürlich, beziehungsweise kann derjenige oder diejenige, die reinplumpt, Fahrt aufnehmen und dann nimmt das Seil extreme Energie auf und ihr natürlich auch oder durch den Sturz. Oder? Deswegen einfach in der Mitte den Boden berühren lassen. Und dann ist gut. Auch wenn man kreuz und quer irgendwie zwischen die Spalte geht, dann geht es ja oftmals nicht, dass man immer das Seil auf Zug bzw. nicht allzu locker hat. Dann müsst ihr einfach gerade ein bisschen gucken, mit dem Tempo verlangsamen, verschnellen und so weiter und so fort. Aber das kriegt man hin. Das ist überhaupt kein Problem. Genau. Aber es ist mir wirklich wichtig, dass man das jetzt heute übe, weil dann sind wir morgen gut eingespielt und dann vor allem die Tage 4 und 5 ist es ganz wichtig, also sprich der Donnerstag und der Freitag. Weil da sehen wir von morgens bis abends in Anführungszeichen auf dem Gletscher. Und da hat es schon auch gewaltige Löcher. Und da, genau, da wird es mir immer Angst und Bange, wenn dann der ein oder andere Kollege oder da die ein oder andere Seilschaft am Kurt wirklich mit kurzer Abstand unterwegs ist. Oder teilweise gar nicht angstseil irgendwo unterwegs ist. Und da wundert man sich, dass nicht mehr passiert.
schön. Oh ja. Production.
Production.